So, weiter geht's. Ich bin wieder hierhin zurück und habe wieder alles drüben am Milchhof gemacht. Genauso wie vorhin. Ich habe sogar den Ripper nochmal unterwegs getötet, habe diesmal aber die Truhen mitgenommen und ich habe schon mal ein paar Säckchen hier gesammelt. Ich glaube, ich habe jetzt 3 schon. Und wir wollen uns gleich einmal den Sack hier zur Brust nehmen, das alte Großmaul. Vorher will ich aber... Na, wirst du wohl. Vorher will ich aber hier die Säckchen erstmal sammeln. Wenn wir denn hier noch welche finden. Eigentlich müssen die ja alle hier sein, oder? Wo sollen die denn sonst sein? Ah, hier ist ja reichhaltig. Das ist ja wunderbar. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. So, die nehmen wir auch noch mit hier in der Mitte. Den Orksöldner packen wir nicht ein. Haben wir hier noch was? Fleisch, Feuer. Fleisch, Feuer, Fleisch, Feuer. Du sitzt geschätzte 2 Meter neben deinem eigentlichen Ziel, mein Freund. So, Säckchen, Säckchen. Kleine Säckchen. Hier haben wir noch was. Ach, das sind die, ja genau. Die hatte ich ja vorhin schon sogar eingesammelt gehabt. Ich weiß gar nicht, bei wie viel ich jetzt bin. Ich müsste jetzt, schätze mal, so 9 oder sowas haben. Na, wirst du wohl. Wirst du wohl flüssig laufen. Und mir ist aufgefallen gerade, als ich nochmal den ganzen Weg abgeklappert habe und das Ganze mit Bradley und so gemacht habe, dass da in Monterra noch einer steht, mit dem wir noch gar nicht geredet haben. Den werden wir uns dann auch gleich mal zur Brust nehmen, sobald wir da nochmal hinkommen. Nimm dir doch einfach solche Säcke hier, mein Freund. Was tust du? What? Willst du mich rollen? Was zum... Dinge, mit denen man nicht rechnen kann. Ein Wildschwein, das sich in einer Mühle verkriecht. Was zur Hölle? Ja, was auch immer. So, ich hoffe mal, das war's jetzt auch an lustigen Überraschungen hier. Ich habe einen Ork gehört. Ah. Dann retten wir unseren Freund mal. Ich eile dir zur Hilfe! Wenn die Frames mich lassen... Warte, ich schnapp ihn mehr. Yeah. Danke mir. Ach Mensch, statt mir zu danken, rennt er einfach zum nächsten Wildschwein. Komm, ich mach das. Nein, 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 das will ich doch gar nicht. Gott verdammt, ich wollte dich nicht schlagen. Ach, leck mich doch. Dann niet ich dich halt um, du blöder Patzke. Warum töten die mich alle immer gleich? Was ist denn das für eine Scheiße hier? Habe ich gespeichert diesmal? Ich weiß es nicht. Boah, regt mich das auf, ey. Alter Falter, das ist doch... Warum töten die mich denn alle? Ich verstehe das nicht. Eigentlich haben die mich erstmal einfach nur umzunieten. Was? Vor allen Dingen, warum... Ja, ich könnte mich nur aufregen. Das ist einfach nur dumm. Weißt du, ich gehe auf das Wildschwein los und dieser blöde Idiot fokussiert den Ork an und greift dann den an. Das ist doch... Oh. Wegen so einem Scheiß stirbt man dann. Das ist doch echt dämlich. Übrigens trage ich, falls es schon jemanden gewundert haben sollte, warum ich die verdammte Rüstung nicht trage. Ich habe die nicht angelegt, weil ja hier ab und zu mal Rebellen rumstehen und ich jetzt nicht von denen angegriffen werden möchte, weil die ja auch noch Quests bieten. Und wenn ich da in Ork-Rüstung anmarschiere, dann gehen die sofort auf mich los, wie wir bereits schon mal gesehen haben. Ach, supi, ganz toll. Scheiße, Mann. Ja, komm, du Drecksvieh. Ah! Töten, töten, töten! Ah! Aggressionen! So, spüre meinen Zorn, du Sack. Ja, die Truhen, die hatte ich vorhin übrigens auch schon mitgenommen. Das hatte ich, glaube ich, beim allerersten Mal nicht gemacht. Mann, das nervt mich gerade total. Das ist ja einfach nur dumm, sowas. Das ist doch scheiße. Da kann ich auch nur zetern, weil das einfach nur blöd ist. Das hat nichts mit fairem Spiel zu tun. Weil dieses blöde Fokussystem da nicht ordentlich funktioniert, weißt du? Das ist doch... Warum sage ich eigentlich immer weißt du? Wisst ihr? Guckt da nicht bloß einer zu, hoffe ich mal. Aber ihr dürft euch angesprochen fühlen, weißt du? Das ist immer so. So, was bist du eigentlich für einer hier? Auch noch ein billiger Sklave. Ach, mit dem Rufus hatte ich dieses Mal gar nicht geredet gehabt, fällt mir gerade ein. Na gut, das können wir jetzt gleich machen. Erstmal sacken wir hier unsere Säcke ein. Ha, wir sacken den Sack ein. Oho! Ich kann mich schon gar nicht mehr über meine eigenen flachen, dummen Witze freuen. So, 3. Du sitzt immer noch neben dem Feuer. Hör bloß auf mit der
4, 5. Was sind das eigentlich für welche? Was bist du denn für einer? Rufus. Oh, die latschen da einfach hier raus, ne? Das ist, macht ja nichts. Passt schon. Was war ich jetzt? 5, ne? Gut, da wir jetzt kommen wir noch auf 10. Ach. Dass sie immer irgendwas anderes anvisieren müssen, das geht mir so dermaßen auf den Sack. Schon wieder Sack. Er hat Sack gesagt. So. Haben wir hier noch was Nebenhaus gehabt? Ich weiß es nicht mehr. Hör auf zu hacken, du blödes Kackding. Oh, meine Güte, was ist denn das jetzt schon wieder? Nicht bloß, dass man vom Spiel geplagt wird, sondern auch noch vom System hier. Das System! Das System arbeitet gegen uns. Wir müssen uns auflehnen gegen das System. Oh, wenn ich so rede, kratzt meine Stimme tierisch. Sollte ich vielleicht unter Umständen vermeiden? Was ist denn hier los? Eigentlich kann die Platte noch nicht voll sein. Was soll das? Ah, flüssiges Gameplay. Huhu. Super. Speichern. Gottverdammt. Ich sollte es öfter tun. Und diesmal bin ich vorbereitet auf das, was da kommen möge, was da heißt. Wildschwein? Gut, dann nicht. Gibt's ein Säcklein für mich? Wir sind in einer Mühle, da wird's wohl einen Weizensack für mich geben, ne? Nee, Schinken, ist klar. Und eine Möhre, das ist genau das, womit ich hier rechne. Okay. Komm ich da hoch? Geh mal hier hoch. Geh mal... Hüpf mal hier hoch, mein Freund. Gibt's was? Secret! Secret! Kannst du weitergehen, bitte? Das wäre schön. Ja, noch hier hoch. Kannst du bitte hier hochgehen? Auf diese... Ach, komm. Geh sterben. Ach nee, muss ich jetzt jede Münze einzeln einsammeln hier? Nee, zum Glück nicht. Gut. Das ist ja schön. Mal so ein kleines Versteck hier mit so nebenbei. Das ist nett. Schön, schön. Oh, hier ist noch mehr. Ja, wenn das Fokussystem ordentlich, ordnungsgemäß funktionieren würde, dann hätte ich das wahrscheinlich auch schon beim ersten Mal entdeckt. Aber was soll's. So. Aber hier ist noch jemand, auf den ich scharf bin. Hallo. 2 Wildschweinis. Ah, ein Wildschwein. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wunderbar. So stelle ich mir das doch vor. So muss das sein. So können wir ganz gemütlich Erfahrungspunkte sammeln. Und nicht einmal getroffen wurden dabei. So, und diesmal weiß ich gar nicht, ob die Ork-Patrouille dort jetzt, ob die überhaupt noch angegriffen werden von jemandem. Doch ein Wildschwein müsste dort noch irgendwie sein und die penetrieren, oder? Da werde ich auch diesmal helfen. Entgegen der Vernunft und werde da mal wieder vorbeischauen und bestimmt wieder den Ork schlagen und anschließend abgeschlachtet werden von diesen Säcken. Ah, was ist denn das? Hallo? Gönnst du mal? Und so, na toll. Schön, dass jetzt wenigstens wieder flüssig läuft. Wo sind denn die Orks jetzt hin, mal so als Frage? Die sind irgendwie weg, hä? Orks? Orak, wo bist du, Orak? Orak, ich finde dich! Egal. Das sammle ich nochmal fix hier Wurzeln. Und dann gehen wir auch wieder zurück, denn wir müssen noch 5 Weizensäcke irgendwo finden. Irgendwo, ich weiß leider nicht wo. Das wird lustig. Boah, was ist denn das? Gott verdammt. Schön, haben uns wieder beruhigt, ja? Da werde ich schon ein bisschen... eigentlich werde ich überhaupt nicht aggressiv. Ich zitter hier immer rum wie ein Bescheuerter, aber eigentlich bin ich überhaupt nicht aggressiv. Ich bin hier tiefenentspannt und sitze einfach nur da und zitter halt gern vor mich hin. So, hier oben ist nichts. Ist aber schön, dass man da lang kriechen kann. Ich hätte gern noch 5 Säckchen. Hier, die zum Beispiel. Oder die. Warum kann ich die nicht nehmen? Will die Säcke haben. Hier auf dem Karren vielleicht? Nö. Doll. Mission Impossible. Finde die Weizensäcke. Oder, nee, warte mal. Ich muss 15 Stück holen, oder? Wo habe ich denn hier? Sonstiges bestimmt. 10 habe ich. Und ich soll
Säcke, 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 Säcke. Milch, 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 Weizen für den Lagermeister, genau. 15 Weizensäcke, okay, da fehlen noch 5. Denn 15 minus 10 macht 5. Hast du nichts zu tun? Wie der geneigte Zweitklässler weiß. Ist das zweite Klasse? Doch, ich denke mal, oder? Müsste jedenfalls. Ich glaube, erste ist es noch nicht ganz, da ist bloß Zahlen kennenlernen. Aber in der zweiten sollte das dann doch schon dran sein. So, ja, was? Warum zur Hölle steht hier ein Alchemietisch rum? Das muss ich nicht verstehen, oder? Geh mal schlafen. Komm. Schlaf mal eine Nacht drüber. So. Mit deiner wahnsinnig tollen Schlafsequenz. So, mein Freund. Wir haben da noch was zu klären miteinander, würde ich denken, ne? Ich glaube, du hast da noch mir was zu erzählen und irgendwie zu erklären. Elber. Giovanni Elber. Hallo? Ja. Hallo, was Giovanni. Los? Halt die Klappe. Du kriegst aufs Maul. Nicht in diesem... Los. Das könnt... Jetzt bitte. So. Boah, Sack. Übelster Präventivschlag hier. Hallo, durch den Schild durch? Was ist denn das für ein Mist? Ja, würde ich aber auch sagen, ne? Schild und so. So, das hast du jetzt davon, du Sack. Bastard-Schwert. Zwei Heiltränke ist auch nett. Benutze ich aber nicht. Da gehe ich nochmal hier für 6 Stunden pennen. Ratzen wir nochmal vor uns hin. Bis zum Mittag. So, wo haben wir denn dann? Ach, der schwebt noch eine Runde frei. Ist auch okay. Lalala. Oh, wie schön er da liegt. Sehen, was du davon hast. Verschwinde endlich. Ich habe Besseres zu tun, als mich mit Wegelagerern zu schlagen. Willst du gleich nochmal aufs Maul, hä? Entspann dich. Ich will für dich arbeiten. Ach was? So einen Störenfried kann ich hier nicht gebrauchen. Ich habe Besseres zu tun, als auf jemanden wie dich zu achten. Wenn ich nicht aufpasse, hauen die Sklaven ab. Und die Jungs liegen voll in der Gegend herum. Da, Typ. Weißt du, du bist mich dumm angegangen und hast förmlich drum gebettelt, aufs Maul zu kriegen. Und jetzt heulst du hier rum. Ich denke, du wirst meine Hilfe brauchen. Ach, scheiße. Ich habe das Gefühl, ich werde es bereuen. Zeig mir erst mal, was du kannst. Dann werde ich nochmal darüber nachdenken. Sklaven fliehen von deinem Hof? Ja, verdammt. Musst ja nicht noch in meiner Wunde herumbohren. Nicht genug, dass mir Marek im Nacken sitzt. Jetzt machen sich meine eigenen Männer schon über mich lustig. Tja, das... Ja, da würde ich mir mal Gedanken machen, ne? So wie du mit denen umspringst. Also, bist ja... Du... Zählst ja immer erst mal rum, dass du ja der große Max bist und wenn du dann aufs Maul kriegst, heulst du. Ich meine, was soll ich von so jemandem halten? Ist doch pah. Du solltest deinen Jungs mal ein wenig Dampf unterm Arsch machen. Toller Vorschlag. Das Einzige, was die noch motiviert, ist Alkohol. Irgendwann werden wir von Korndieben erdolcht oder von Untoten aus der Burg im Osten überrannt. Untote aus der Burg im Osten, das klingt wunderschön. Da werden wir auch später noch mal zu Besuch reinschauen. Was ist mit den Rebellen? Die Königstreuen verdrücken sich in die Berge oder lungern um Montera herum. Die Rebellen sind keine ernsthafte Bedrohung. Die Korndiebe im Norden machen mir mehr Kopfzerbrechen. Sie kommen nachts und klauen uns die Weizensäcke unter Marsch weg. Ich warte förmlich darauf, mit zerschnittener Kehle aufzuwachen, während meine eigenen Leute besoffen im Heu liegen. Erzähl mir was über Marek. Er ist Orksöldner, genau wie ich. Marek ist unser Anführer hier in Montera. Er kümmert sich darum, dass hier nicht jeder tut, was er will. Möchte gern wissen, wie er das anstellt. Ich komme ja nicht mal mit den paar Leuten auf dem Hof hier klar. Du bist ja auch ein Loser, mein Freund. Hast du gerade Untote gesagt? Wenn du den Weg da nach Osten folgst, kommst du zur alten Festung der Paladine. Sie ist zwar nur noch eine Ruine, aber bewohnt ist sie immer noch. Wenn du verstehst, was ich meine. Wenn ich du wäre, würde ich nicht zu nah an die Burg herangehen. Yay! Ich werde mich um die Korndiebe kümmern. Du willst bewerkstelligen, was meine Leute in Wochen nicht geschafft haben? Tja, nur zu. Das will ich sehen. Naja, sagen wir mal so, ein nüchterner Held ist weitaus mehr wert als 70 besoffene Orksöldner. So, ich brauche aber immer noch 5 Weizensäcke. Wo kriege ich die Scheißdinger denn her? Liegen die bei den Korndieben rum oder was? Du solltest meinen Rat annehmen. Ich denk's bald mal, oder? Ich speichere jetzt mal hier. So, dann gucken wir mal auf die Karte. Er hat gesagt, im Norden sind die Korndiebe. Dann wollen wir auch mal im Norden schauen. Und dann müssen wir noch Rufus helfen.
nach Okara zu kommen. Und ja, dann finden wir zum Glück auch Okara. Und können wir schauen, was es da gibt. So, Norden müsste ja dann da so sein, ne?